Ja, herzlich willkommen. Ich setze direkt da ein, wo Uwe Kantner aufgehört hat. Ich bräuchte noch die Folien. Und zwar war einer der Technologien, die eben auch gerade auf den Folien war, nämlich digitale Technologien und Big Data stand auch sogar als einzelne Kategorie da. Und darum geht es in meinem Vortrag. Ich werde ein bisschen erzählen aus dem aktuellen Forschungsprojekt. Da haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ob Big Data-basierte Analysen tatsächlich dazu führen, dass bessere Managemententscheidungen getroffen werden können. Wir schauen uns hier insbesondere junge Unternehmen an. Es gibt schon ein bisschen Forschung natürlich zu dem Thema KI, Produktivitätseffekte von KI. Diese Forschung beschäftigt sich aber fast ausschließlich mit größeren Unternehmen und auch noch fast ausschließlich mit Unternehmen in den USA. Also hier ein paar Ergebnisse unserer Studie, wo wir uns mit jungen Unternehmen in Deutschland beschäftigt haben, die Big Data-basierte Entscheidungsmechanismen eingeführt haben. Genau, wir haben es gerade schon gehört, Daten, möglicherweise sehr wichtig. Leider sieht es ja ein bisschen so aus, als hätten wir da nicht gerade einen Standortvorteil bei dem Thema. Und es gibt eben auch eine Diskussion, okay, was sind eigentlich die Voraussetzungen, damit man aus Daten tatsächlich irgendwas wertschöpfen kann. Ja, also Daten an sich sind natürlich nur Daten, also um daraus Entscheidungen zu treffen, bedarf es eben digitaler Technologien. KI ist natürlich das Schlagwort der Stunde. Es gibt aber natürlich auch digitale Methoden, Daten auszuwerten, wo wir vielleicht noch nicht unbedingt von künstlicher Intelligenz sprechen würden, sondern einfach von fortgeschrittener Datenanalyse. In der Studie haben wir das Ganze Big Data-Analyse genannt, haben das auch ganz gut erklärt. Wir haben eine Unternehmensbefragung gemacht, erzähle ich gleich noch mehr dazu. Und wollten eben wissen, ob Unternehmen Big Data-Analyseverfahren einsetzen. Da haben wir das so definiert, dass wir gesagt haben, das können Konzepte, Verfahren, Softwareanwendungen sein, mit deren Hilfe das schnell wachsende und vielfältige Datenvolumen, das kann aus unternehmensinternen, aber auch aus externen Quellen kommen, also eben gekaufte Daten sozusagen, für qualitative und quantitative Analyse, die eben dem Management des Unternehmens helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ist eine bisschen spezielle Definition von Big Data, aber ich glaube, es kommt dem schon nahe, was ihr auch sozusagen darunter versteht. Ne? Also Big Data als Informationsquelle, wo aber wiederum Technologie nötig sind, um daraus was zu machen. Die Kernfrage, die wir uns gestellt haben, ist, was bringt jetzt diese Big Data-Analyse den Unternehmen an sich? Bringt es tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil? Theoretisch könnte man ja denken, bessere Entscheidungen führen dann zu, in dem Fall von jungen Unternehmen zum Beispiel, einer höheren Überlebenswahrscheinlichkeit, aber auch einem gesteigerten Unternehmenswert, Innovation und schlussendlich auch Beschäftigung. Gerade in jungen Unternehmen, die sich natürlich mit der Frage, wo ist eigentlich unsere Kernkompetenz, wo haben wir einen Wettbewerbsvorteil gegenüber etablierten Konkurrenten möglicherweise, dass das vielleicht möglicherweise einen größeren Unterschied noch macht als bei großen Unternehmen, die sich auch nach und nach dem Thema Big Data widmen, aber das natürlich nicht direkt so einen übergreifenden Einfluss auf das Unternehmen insgesamt hat. Ich habe es gerade schon kurz gesagt, ich will auch nicht zu viel über die Forschung sprechen, die es zu dem Thema gibt. Hier nur drei prominentere Beispiele, eine schon ein bisschen älter, eine Studie, die sich mit den Produktivitätseffekten von Big Data-Analyse beschäftigt und durchaus positive Effekte findet. Allerdings auch hier große Unternehmen in den USA, börsennotiert, die sich an die Thematik schon relativ früh rangetastet haben. Die Studie ist aus 2011 und die Daten, die der Studie zugrunde liegen, sind sogar noch älter. Es gibt auch eine europäische Studie, die einen positiven Effekt findet, allerdings eher in Branchen, die sowieso schon technologieaffin sind, digital sind und wo es auch einen bestimmten Wettbewerbsdruck gibt, der dazu führt, dass die Unternehmen das überhaupt sich in den Bereich begeben. Eine neuere Studie aus 2021, die unterste hier auf der Folie, die nennt das Ganze Prediction Automation. Das kommt dem schon auch nahe, was wir unter Big Data Analyse verstehen. Also zum Beispiel auch sowas wie Predicted Maintenance als ein Anwendungsbeispiel für verbesserte Prozesse in Unternehmen. Und die finden eben auch, das hat tatsächlich positive Produktivitätseffekte, messbare Effekte, aber auch hier wieder etablierte Unternehmen, die natürlich schon viele Jahre im Markt aktiv sind. Genau, und was wir hier in dieser Studie, ich habe hier oben auch das Discussion Paper auf die Folie gepackt, weil ich jetzt leider nicht alle Details und vor allem auch nicht die methodischen Details, ich zeige auch gleich keine Tabellen oder so mit Ergebnissen, wo Sie das aber nachlesen können, falls es Sie interessiert. Ja, also die
Kernfrage war jetzt, wie wirkt sich Big Data Analyse eigentlich auf junge Unternehmen aus? Haben die davon Wettbewerbsvorteil oder eben nicht? Erste größere Studie mit einem Fokus eben auf neu gegründete Unternehmen, die auch noch repräsentativ ist für fast alle Branchen. Ja, also nicht, was wir nicht so drin haben, ist die Finanzbranche und Landwirtschaft, aber ansonsten repräsentativ. Erhoben wurden die Daten, die wir hier auswerten, größtenteils im Rahmen des IAB-ZDW-Gründungspanels, also ein gemeinschaftliches Projekt mit dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürnberg. Genau. Wir haben dazu, das habe ich gerade schon gesagt, eine Befragung gemacht. Wir haben die Unternehmen eben nach dieser Definition, die ich Ihnen gezeigt habe, gefragt, ob sie sowas nutzen, eingeführt haben. Und wir fragen in dieser Befragung natürlich auch eine ganze Reihe anderer Sachen ab, unter anderem Informationen über das Gründungsteam an sich, wer ist da eigentlich beteiligt, was ist der Bildungshintergrund, die Berufserfahrung und solche Dinge. Und 2017 war eben die Sonderfrage zu Big Data Analytics. Sie haben das jetzt auch in neueren Jahren nochmal gefragt und wir sind auch daran interessiert, wie sich das natürlich verändert über die Zeit, also wie ist die Adoptionsdynamik in Unternehmen. Und wir sehen da auch einen steigenden Trend. Ich zeige Ihnen jetzt aber hier die Ergebnisse, die sozusagen aus 2017 stammen. Und wir schauen uns dann aber seit 2017 oder auch schon, wenn die Unternehmen ein bisschen älter sind, davor an, wie sich die Entwicklung bis heute dann gezeigt hat. Das Überleben der Unternehmen, das gewinnen wir natürlich nicht aus der Befragung, sondern aus Informationen, die Kreditreform als Ratingagentur auch sammelt. Ja, also ist das Unternehmen noch da? Das heißt, wir zählen nicht nur Insolvenzen als ein Ableben eines Unternehmens, sondern natürlich auch Schließungen aller Art. Ja? Und last but not least, wir sind auch daran interessiert, sozusagen, was passiert denn mit den Unternehmen? Werden die aufgekauft? Werden sie teilaufgekauft? Gibt es Investoren, die rein investieren? Das ist auch so ein Thema. Ich weiß gar nicht, ob das im neuen EFI-Bericht vielleicht eine Rolle spielt. Das ist schon auch die Finanzierung von radikalen Innovationen, die Finanzierung von transformativen Investitionen in transformative Innovationen durch den Kapitalmarkt. Da ist Europa ja auch noch so ein bisschen im Hintertreffen. Also ein Grund für das Abwandern junger Leute in die USA beispielsweise könnte auch die einfachere Verfügbarkeit von Wachstumskapital sein. Nichtsdestotrotz sehen wir ja einen positiven Trend in Deutschland. Es gibt mehr Wagniskapitalinvestitionen über die Zeit. Die Informationen dazu sammeln wir aus verschiedenen Datenquellen, um eben auch herauszufinden, ob es einen Zusammenhang gibt möglicherweise zwischen Big Data Analyse und dem Marktwert von Unternehmen gemessen an Investitionen, die getätigt werden durch Wagniskapitalinvestoren. Gut, jetzt knicke ich mal weiter. Jetzt kommt endlich die Zahl, auf die Sie vielleicht schon gewartet haben. Wer nutzt eigentlich Big Data Analyse? Das sind natürlich, müssen Sie sich vorstellen, repräsentative Kohorte von neu gegründeten Unternehmen. Im Jahr 2017 gerade mal 15%. Ja? Ist aber mehr, als wenn wir alle Unternehmen zählen würden. Ja, wenn wir jetzt sozusagen nicht nur junge Unternehmen angucken, sondern Unternehmen aller Altersklassen, da ist es ein bisschen geringer, das wissen wir aus anderen Befragungen, vermutlich eher so um die 10%. Wir sehen auch, dass das keine Sache ist, die sich jetzt nur auf bestimmte Branchen beschränkt, also hier zum Beispiel nur auf Software oder so. Wir sehen natürlich, dass da die Adoptionsrate am höchsten ist, aber auch im Bereich der Bauindustrie, Dienstleistungen, wissensintensive Dienstleistungen, aber auch nicht so wissensintensive Dienstleistungen. Also wir sehen eigentlich über die Branchen hinweg einen gewissen Grad an Adoption von Big Data Analysen in unseren Daten. Wir sehen auch, dass die Unternehmen sich unterscheiden. Ich habe es gerade schon gesagt, Wagniskapital ist so ein Thema, was gerade bei jungen Unternehmen eine Rolle spielt. Und wenn wir uns hier die Unternehmen ansehen, die keine Big Data Analyse machen und die Big Data Analyse machen, dann sehen wir schon zum Beispiel einen höheren Anteil von VC-Finanzierung bei den Big Data Unternehmen und bei den anderen ein bisschen geringer, und umgekehrt ist es bei der Bankfinanzierung. Ja, Bankfinanzierung eher höher bei den Firmen, die keine Big Data Analyse machen. Das ist natürlich noch keine sehr fortgeschrittene wissenschaftliche Analyse zu Unterschieden in der Finanzierungsstruktur. Dazu müssen wir ein bisschen weitergehen und müssen uns eben überlegen, okay, was würden wir überhaupt erwarten, was Big Data Analyse beeinflusst, wenn wir an den Unternehmenserfolg denken. Kurzfristig würden wir da sagen, okay, vielleicht generieren die Unternehmen bessere Umsätze oder höhere Umsätze, weil sie bessere Produkte entwickeln, die näher daran sind, was sich gut verkaufen lässt am Markt. Könnte aber auch Kosten beeinflussen, entweder senken, weil eben Predicted Maintenance zum Beispiel die Kosten der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen beeinflusst. Und letztendlich natürlich beeinflusst das beides den Gewinn und den Verlust.
Es könnte aber auch einen Einfluss haben auf Risikoindikatoren. Ja, also so Entscheidungen, die auf großen Daten beruhen, können gut sein, sie können aber auch schlecht sein. Das könnte auch einfach dazu führen, dass es natürlich eine stärkere Variabilität in der Qualität von Entscheidungen gibt. Ja. Also wir könnten zum Beispiel auch erwarten, dass es eine höhere Volatilität im Umsatz gibt. Und eben auch ein weiterer Risikofaktor, habe ich gerade schon gesagt, das Überleben von Unternehmen an sich. Ja, auf der einen Seite könnte es das steigern, könnten eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu überleben, aber starkes Risiko könnte natürlich auch damit verbunden sein oder höhere Unsicherheit, dass die Unternehmen früher den Markt wieder verlassen. Und längerfristig interessiert uns natürlich Beschäftigungswachstum, hängt natürlich mit Umsatzentwicklung stark zusammen, aber eben auch Investoren, die dann möglicherweise einsteigen und dann dazu führen, dass das Unternehmen einen ganz anderen Entwicklungspfad nehmen kann. Genau, dieser Frage zugrunde liegt natürlich erstmal noch eine andere Frage, die wir beantworten müssen, um am Ende Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen und nicht Äpfel mit Birnen. Also wir wollen natürlich nur Unternehmen vergleichen, die möglichst ähnlich sind. Die einen haben dann Big Data Analyse benutzt und die anderen nicht, aber sonst müssen sie natürlich relativ ähnlich sein, weil der Vergleich sonst hinkt. Das heißt, im ersten Schritt versuchen wir erstmal zu verstehen, okay, was sind denn die Treiber von Big Data Analyse, also der Adoption dieser Technologie, um dann über statistische Verfahren das möglichst vergleichbar zu machen, über Gewichte. Ich gehe jetzt nicht zu stark ins Detail. Im Paper erklären wir das ein bisschen genauer und gehen auch mehr auf die verschiedenen Treiber ein. Aber es ist so, was man erwarten würde. Und natürlich, es hat viel mit dem Bildungshintergrund des Gründungsteams zu tun, mit der Berufserfahrung. Also vor allem auch sozusagen Teameigenschaften und dann aber natürlich auch Produkteigenschaften. Also was macht das Unternehmen eigentlich? Das eignet sich natürlich nicht in jeder Anwendung. Gut. Dann komme ich auch schon zu den Ergebnissen, wie gesagt, fast ganz schnell zusammen. Wir haben drei Kernergebnisse und manche sind so, wie wir es erwartet hätten, manche aber auch nicht. Ja, also das Ergebnis Nummer eins zum Beispiel, da finden wir, dass sich kurzfristig Big Data Analyse eben nicht in bessere Performance übersetzt. Ja, also hier zum Beispiel bei den Kosten sehen wir, dass die Big Data Unternehmen deutlich höhere Personalkosten haben. Warum? Naja, man muss natürlich auch jemanden beschäftigen, der diese Sachen durchführen kann. Also selbst wenn wir alles andere versuchen, möglichst vergleichbar zu machen, die Personalkosten sind bei sonst gleichen Unternehmensprofilen deutlich höher. Wir sehen auch eine geringere Wahrscheinlichkeit, Umsätze zu erzielen. Ja, also die Umsatzhöhe, gegeben, dass man überhaupt Umsätze hat, dies unterscheidet sich gar nicht mal, also auch nicht positiv, ist einfach ähnlich, aber die Wahrscheinlichkeit, überhaupt Umsätze zu erzielen, die ist geringer. Und das übersetzt sich auch in eine geringere Wahrscheinlichkeit, überhaupt Gewinne zu machen. Man sieht das auch hier, ich will nicht zu lange drüber reden, aber man sieht einfach, dass sozusagen die Bandbreite der möglichen Umsätze, die generiert werden, deutlich breiter ist bei den BDA-benutzenden Firmen als bei den anderen. Oder auch hier sind die Verluste abgebildet sozusagen und die roten hier, das sind die Big Data Firmen. Das ist die ganze Verteilung, ist ein ganzes Stück weiter rechts. Ergebnis Nummer zwei ist aber auch tatsächlich, dass es eben eine höhere Varianz gibt, eine höhere Unsicherheit, sowohl in den Umsätzen als auch in den Gewinnen. Und das übersetzt sich dann auch in eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit. Also wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Unternehmen zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt den letzten Datenpunkt hatten, noch da waren, auch wieder alles andere vergleichbar gemacht, geringer ist bei den Firmen. Das heißt, sie gehen ein Risiko ein, hohe Kosten, gleichzeitig Unsicherheit bei den Umsätzen und das übersetzt sich eben in eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit. Und Ergebnis Nummer drei, da schauen wir jetzt ein bisschen in die längere Frist und was wir da sehen, ist dann aber interessant. Also wir sehen, wenn die wirklich überleben, ja, das ist sozusagen conditional on, dass die Firmen überhaupt noch da sind, sehen wir dann schon, dass sie tatsächlich ein höheres Beschäftigungswachstum haben. Wie kann man das erklären? Naja, vielleicht dadurch, dass sie auch eher Investoren finden. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen, das Big Data Analyse betreibt, einen VC-Investor an Land holt oder an Bord holt, ist deutlich höher im Vergleich zu den nicht-Data-analysierenden Unternehmen. Wir sehen keine signifikanten Unterschiede bei der Bankfinanzierung, also in den rohen Daten, die ich Ihnen eben gezeigt habe, im Balkendiagramm sah es ja so aus, als hätten die Firmen möglicherweise auch weniger Bankfinanzierung, das sehen wir aber gar nicht. Das ist alles relativ ähnlich, wenn wir die Firmen vergleichbar machen, aber wir sehen eben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Risikokapital an Land zu ziehen. Und das kann natürlich dann auch erklären, warum die Wachstumsfinanzierung überhaupt möglich ist, also warum dann mehr Beschäftigung da ist.
Genau, also was können wir sozusagen jetzt sagen zu der Frage, ob Big Data Analyse tatsächlich Erfolgstechnologie sein kann? Ja, bringt es den Unternehmen Wettbewerbsvorteil? Und die Antwort ist Jein, also kurzfristig eher nicht. Wir sehen hohe Personalkosten, wir sprechen später noch über Arbeitsmarktthemen. Das hat natürlich damit was zu tun. Also junge Unternehmen stehen natürlich auch in Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt zu anderen Unternehmen, Personal anzuwerben, gerade mit den Kompetenzen. Das ist dann für ein junges Unternehmen schon ein ordentlicher Betrag, der da dann bezahlt werden muss, um die entsprechenden Kompetenzen an Land zu holen. Eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit, ja, wobei wir hier, das müssen wir vielleicht auch noch diskutieren, natürlich nicht so genau unterscheiden können zwischen einer Unternehmensabmeldung hier in Deutschland und das Unternehmen ist tatsächlich weg oder einem Umzug. Ja, also es könnte durchaus sein, dass dieses gleiche Unternehmen woanders natürlich doch weiter existiert. Das sehen wir einfach leider nicht im Moment. Genau, und stärkere Unsicherheit bei Umsätzen, also eine stärkere Varianz. Das kann natürlich längerfristig trotzdem sozusagen sich lohnen für die Unternehmen, wenn sie denn überleben, weil wir eben sehen, okay, dieses Risikoprofil kann durchaus interessant sein für Investoren. Ja, es kann interessant sein, weil sie sich tatsächlich von dem Unternehmen was versprechen. Es kann aber natürlich auch interessant sein, weil sie sich von den Kompetenzen was versprechen, die diese Unternehmen dann haben. Und das sind auch die Herausforderungen bei der Beantwortung dieser Fragen, ne? Wenn man jetzt ökonomische Studien machen möchte, okay, was bringt uns denn KI, was bringt uns Big Data, ist das tatsächlich der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen hier im Land? Ist natürlich super schwierig, das zu trennen. Was sind sozusagen eigentlich die Effekte der Technologieadoption an sich und was sind alles noch weitere Faktoren, die da reinspielen? Also auch jetzt in unserem Beispiel hier, es gibt sicherlich andere Faktoren, die dazu beitragen, dass diese Big-Data-Analyse mehr oder weniger gut funktioniert. Ja, das könnten natürlich auch, hier haben wir uns nicht so genau angesehen, wen die da wirklich ins Team geholt haben, um das zu machen, ob sie sich auch vielleicht Beratung noch reingeholt haben von spezialisierten Anbietern, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch Investitionen an sich, auch in Investitionen in Infrastruktur innerhalb der Unternehmen könnten eine Rolle spielen. Und genau, deshalb ist es natürlich nicht so klar, jetzt diesen Unterschied, den wir da gefunden haben, wirklich nur der Big-Data-Analyse zuzuweisen. Aber wir wissen zumindest, dass es gewisse Risikoelemente hat für ein junges Unternehmen, da rein zu investieren, im Moment noch. Und dann letztendlich ist es natürlich auch schwierig, dann in der längeren Frist die Effekte, die von der Big-Data-Analyse kommen und die Effekte, die durch die Wagniskapitalinvestoren kommen, in den Unternehmen zu unterscheiden. Ja. Gut. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ich frage auch wieder Ihre inhaltlichen Fragen. Merken Sie sich gerne bis zum Ende. Gibt es Verständnisfragen an dieser Stelle? Doch, hier vorne. Eine ganz kurze methodische Frage, aber vielleicht kann man das auch ans Ende schieben. Also vielen Dank erstmal für den Vortrag. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Malerbetrieb gründe, dann ist mein Ziel nicht unbedingt, dass ich von einem erfolgreichen Malerbetrieb aus dem Nachbarort übernommen werde. In dieser Digitalbranche ist ja das Ziel oftmals gar nicht überleben, sondern wenn man mit den Leuten spricht, hört man ganz häufig, ja, wenn es richtig gut läuft, dann kauft uns Google. Und kann man das methodisch irgendwie fassen, aber vielleicht auch für später, wenn es zu ausufernd ist. Danke. Ja, ist ein guter Punkt. Also wir haben hier zwar nach Investorenaktivität gesucht, aber nicht direkt Übernahmen davon, also da unterschieden. Übernahmen in Deutschland sind auch nicht so häufig wie in den USA, ne? Das ist ein bisschen selteneres Phänomen und es fokussiert sich fast ausschließlich auf den Softwarebereich. Das ist das, was wir sehen. Aber es könnte natürlich eine Rolle spielen. In der Analyse versuchen wir das ein bisschen rauszurechnen, diese strukturellen Branchenunterschiede. Aber Sie haben natürlich recht, das Überleben muss nicht immer das Ziel sein, ne? Also es kann natürlich auch durch einen Verkauf sozusagen ein positiver Ausgang sein. Das müsste man sich noch mal genauer ansehen. Vielen Dank.